Heute möchte ich aus einem ganz alten Buch vorlesen, also genauer gesagt mein erstes Buch und daraus das 9. Kapitel und das heißt Die Zeit der Katastrophen. Ist ja wieder ganz modern, auch die Gedanken aus dem Jahr 1997, 98. Ja, die Zeit verging. Das Jahr 1997 eilte davon. So schien es mir jedenfalls. Und der Weltuntergang rückte näher. 1998 würde das Jahr werden, das uns alle hinwegfegte, wenn alles Vorausgesagte sich erfüllte. Und je näher es kam, desto sicherer schien das Spektakel auf den Weg zu kommen. Auch die beteiligten Seher rückten nicht von ihren Voraussagen ab. Im Gegenteil. Der Weg der Menschheit hin zu ihrem Untergang war von verschiedensten Seiten detailliert beschrieben worden und die weltweiten Anzeichen schienen als Wegmarken für diese düstere Aussicht sich zu verdichten. Das begann schon mit Nostradamus, der Mars, Sonne und Venus im Löwen stehen sah, was für den 21. August 1998 zutreffen würde. Auch der viel zitierte Alois Irlmeier machte verhältnismäßig klare Aussagen. Ich sehe ganz deutlich drei Zahlen, zwei Achter und einen Neuner, welche nach 1988 nur noch in 1998 oder 1999 in einem Datum auftauchen konnten. Edgar Cayce benannte eindeutig das Jahr 1998. Auch bei Remote Viewern tauchte dieses Jahr bei Sessions über die nächste globale Katastrophe massiert auf, sodass wir schon lange vorher einem 1998-Syndrom verfielen. Ist doch sowieso bald alles zu Ende. Mich persönlich störte diese Situation außerordentlich. Nicht nur, weil ich nicht wollte, dass es so kommen möge, ich hatte auch das deutliche Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Und inzwischen hatte ich gelernt, meinen Gefühlen zu vertrauen. Etwas war faul, wie man so sagt in schlechten Kreisen. Fragt sich nur, was? Ich hielt die Augen offen. Jeden Tag las ich aufmerksam die Zeitung, hörte mehr Nachrichtensendungen und Kommentare denn je. Ich wollte mitbekommen, ob und wann es sich anbahnte, dieses grenzenlose Desaster und vielleicht, wie viel Zeit uns noch blieb. Natürlich betrachtete ich den Ablauf der Ereignisse nicht, wie ich es noch zwei Jahre zuvor getan hätte. Inzwischen war mir ja Remote Viewing in die Quere gekommen und hatte meine Sichtweise paranormaler Phänomene erheblich verändert, wenn nicht gar umgestülpt. Ich wusste jetzt, dass Hellsehen funktioniert, aber einiges passte überhaupt nicht zusammen. Anderes passte sehr gut, viel zu gut. Selbstverständlich haben auch wir Remote Viewing eingesetzt. Zur Lösung solcher Probleme hatten wir es schließlich einmal gelernt. Die Aktivitäten möchte ich aber erst später an geeigneter Stelle einfügen. Ich habe auch sonst schon Mühe, eine gewisse Kontinuität in diesem Kapitel zu wahren. Lassen Sie uns zunächst von der Situation eines beliebigen, intelligenten Magazinlesers ausgehen, der um die Existenz paranormaler Vorgänge weiß und sich nun nicht mehr der Wirkung der Endzeitprophetie entziehen kann. Was kann man in einer solchen Situation als immer noch kritischer Beobachter tun? Ich beschritt weiter den Weg der detaillierten Überprüfung. Es standen ja genügend Vorlagen zur Verfügung. Verlage und Versandhäuser überschlugen sich förmlich mit der Präsentation gnadenlos einschüchternder Buchtitel. Diese breite Bewegung im Auge behaltend, sie beeinflusste natürlich auch mich nachhaltig, möchte ich mich in meinen Betrachtungen auf eine Handvoll Autoren als jeweilige Richtungsvertreter beschränken. Neben den vielen Einzelquellen gab es zum Beispiel den schon erwähnten Verlauf des Dritten Weltkriegs von Bernard Bouvier, zusammengestellt aus vielen Sehern vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte, der das Nachschlagen bei einzelnen Quellen erheblich reduzierte. Ein schönes Dokument für meine Studien. In diese Kategorie möchte ich auch, wenigstens teilweise, Herrn Michel de Notre Dame alias Nostradamus einreihen. Die Voraussagen Ed Dames hingen selbstverständlich immer noch bei mir an die Wand gepinnt. Außerdem gab es, so ganz nebenbei, auch die aktuellen deutschen Hellseher und Channeler, von denen ich stellvertretend Karin Nagel betrachten möchte.
Zum einen natürlich, weil ich sie persönlich kenne, zum anderen, weil ihre Botschaften ein wirklich gutes Beispiel abgeben. Alle Vorlagen wurden beinahe täglich redigiert. Mit allem verbunden, von allen gern zitiert und vereinnahmt, gehören natürlich die Bibel bzw. besondere Stellen darin und ähnliche grundlegende Niederschriften anderer Völker erwähnt. Wobei ich eine nähere Auseinandersetzung damit in das nächste Kapitel abschieben möchte. Die erstgenannten Komplexe bieten zunächst mehr als genug Anregungen. Anfang 1998, als ich mittlerweile fast ein Jahr intensiv die Ereignisse verfolgte, kam ich zu dem unangenehmen Schluss, dass tatsächlich etwas an diesen Voraussagen dran sei. Mehr und mehr Posten auf den Listen konnte ich abhaken, mehr und mehr Zuordnungen erschienen wahrscheinlich. In der Zwischenzeit hatte ich mich daran gemacht, meine Erlebnisse mit Remote Viewing aufzuschreiben. Auch ein Kapitel über Voraussagen war vorgesehen, doch je mehr Ereignisse ich im Jahr 1998 sammelte, desto geringer wurde meine Motivation, dieses Kapitel festzustellen. Zuerst sagte ich mir zur Entschuldigung, wozu noch ein Buch, wenn die Welt untergeht? Sie ging aber nicht unter, jedenfalls nicht 1998. Auch der vielbeschworene Dritte Weltkrieg fand in diesem Jahr nicht statt. Und ich wusste es ja auch in gewisser Hinsicht. Alles geschah, wie ich es aus den Erkenntnissen, die ich mit Remote Viewing gewonnen hatte, mehr und mehr erwartet hatte. Natürlich hatte ich mir es auch gewünscht, aber ich glaube nicht, dass das Universum meine Bestellung so ernst genommen hat. Ich denke, der Weltuntergang wäre auch gegen meinen Willen geschehen, wenn er auf dem Plan gestanden hätte. Mein Hauptproblem war vielmehr, meine Erkenntnisse zu formulieren. Nachvollziehbar zu formulieren, um es genau zu sagen. Ich verfolgte manchmal schon fast atemlos, wohin meine Gedanken und Schlussfolgerungen abdrifteten. Mehr als einmal tastete ich gewissermaßen mit den Füßen nach dem Boden unter mir, wie um zu sehen, ob er noch da sei. Er war da, glücklicherweise. Noch heute bin ich unsicher, ob der Alltag mit seinem unspektakulären, aber vereinnahmenden Kleinkram mich immer wieder herunterholte oder ob ich den Alltag als Trittbrett für immer neue geistige Auseinandersetzungen benutzte. Die Folge dieses Auf- und Abwogens führte aber zu einem Schreibstau der Unschlüssigkeit. Das ewige Problem, wo beginnen, wo enden. Ende Dezember des Katastrophenjahres geschah es dann. Meine Frau, immer wieder mein wertvoller Scout im Dschungel der Zeitungen und Illustrierten, knallte mir einen Stapel Artikel auf den Tisch. Hier, das musst du lesen. Alles zum Thema Hellsehen und Weltuntergang. Muss ich das alles lesen? Was steht denn da? Na, der Standpunkt der konservativen Wissenschaft. Hellsehen ist Quatsch. Das wissen wir ja nun anders zu bewerten. Nun, man hat sich detailliert damit auseinandergesetzt. Man hat alle Voraussagen aufgezeichnet und überprüft, ob sie eintreffen. Ich auch. Und? Nichts und. Keine ist eingetroffen. Alles widerlegt. Kohl ist nicht Kanzler geblieben, Deutschland nicht Fußballweltmeister geworden und der amerikanische Präsident wurde nicht ermordet. Jedenfalls bis jetzt nicht. Ein rabenschwarzes Jahr für die deutschen Hellseher. Wer sagt das? Ein Herr Wunder von dem Deutschen Forum der Parawissenschaften. Und im Radio wurde es auch zitiert. Na, und der hat ja wirklich den falschen Namen für den Job. Die anderen schreiben das Gleiche. Nur keine Panik, der Weltuntergang findet nicht statt. Hellseher sind Betrüger, lies doch selbst. Ich las. Und je mehr ich las, desto aufgebrachter wurde ich, wie einfach man es sich in allen Artikeln, angefangen vom Wissenschaftsreporter der Lokalzeitung bis zum Doktor weiß ich alles, in den Fachmagazinen gemacht hatte. Es ist ja alles ein Blödsinn. Ich wusste nicht, dass man es sich als Wissenschaftler so leicht machen kann, kreuzte ich hiernach bei meiner Frau im Büro wieder auf. Natürlich haben die Hellseher nicht in dieser Form Recht behalten. Aber sowas von oberflächlicher Darstellung habe ich wirklich selten gelesen. Die Angst selbst der Parapsychologen vor einer unangenehmen Zukunft geht ja bis zur Selbstamputation geliebter Forschungsprojekte. Soll das wissenschaftliche Auswertung sein, wenn man sagt, Aussage genau eingetroffen, ja, nein, und dann nur aufaddieren? Das ist mir wirklich zu wenig. Über diese Art von Statistik haben wir uns schon während des Psychologiestudiums amüsiert. Das muss man doch ganz anders hinterfragen. Und da ist Remote Viewing der Schlüssel.
Hier zum Beispiel, so ein aufgeblähter Quark in dieser sogenannten Fachzeitschrift. Warum erzählst du mir das? Unterbrach mich meine Frau freundlich lächelnd. Ich weiß das doch selbst. Schreib das lieber in deinem Buch. Sie hatte recht, genau. Jetzt war es wirklich an der Zeit, dieses Kapitel zu schreiben. Ich drehte mich um und ging zurück in mein Zimmer. Das einzige Problem, das ich immer noch fast unüberwindlich vor mir aufragen sah, bestand darin, dass viele Aspekte meiner Ausführung sich hauptsächlich durch die Beschäftigung mit Remote Viewing herauskristallisiert haben. Und leider wird wahrscheinlich der größte Teil meiner Leserschaft eben nicht aus Remote Viewern bestehen und diese Erkenntnisse nicht nachvollziehen können. Da hat es die Gegenseite einfacher. Helmut Kohl ist tatsächlich nicht wiedergewählt worden, kann man ja feststellen. Ging ja durch alle Medien. Also, was will dieser Schreiber daran rütteln? Nein, daran will ich überhaupt nicht rütteln. Jedenfalls nicht in diesem Universum. Aber auch ich kann mit einer detaillierten Liste aufwarten. Und ich denke, mit der Aufarbeitung dieser Liste sollte ich beginnen, um meine Auffassung zu erklären. Nach dem Börsencrash im Herbst 1997 stand der Ausbruch von Vulkanen im Süden Europas an. Das kann doch nur Italien sein, dachte ich. Auch Karin Nagel nannte die Vulkane beim Namen. Vesuv und Ätna. Nun gut, passiert es oder passiert es nicht? Im Oktober 1997 wurde der Ätna unruhig. Tatsächlich. Aber er brach nicht aus. Nur ein paar Erdstöße. Ich beruhigte mich wieder. Bis zum Januar. Dann brach der Ätna wirklich aus. Abgehakt. Und dann dieser Winter 97-98, der keiner war. Erinnern Sie sich noch? Die Heizölpreise kamen einfach nicht aus dem Keller. Das hätte mich freuen können. Leider stand bei Herrn Bouvier außergewöhnlich milder Winter in seinem Vorlauf für den Dritten Weltkrieg. Der Januar 98 brachte noch mehr dieser zweifelhaften Aha-Erlebnisse. Mehrmals, als ich mit der Morgenzeitung konfrontiert wurde, durchfuhr mich der heiße Schreck des Erkennens. Straßenkämpfe in Paris, die Stadt brennt. Bouvier. Könnten das die Arbeitslosenunruhen sein, bei denen natürlich auch ein paar Autos abgefackelt wurden? Und als nächstes, konnte man die Wirren in der katholischen Kirche Deutschlands um die Schwangerschaftsberatung als Abfall der Katholiken von Rom, Bouvier, bezeichnen? Konnte man, wenn man wollte. Wenn man zum Beispiel die Bäs der internationalen Börse im Herbst 97 als Crash einstufte. Oder wenn man die Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen, auch in Klammern Bouvier, in der Behandlung aktueller Krisengebiete wie Balkan, Irak, Afrika, so interpretierte. Oder der Punkt Wirtschaftskrise im Westen, neue Steuern. Den brauchte man gar nicht zu interpretieren. Ehrlich gesagt waren mir diese Sichtweisen zu pauschal. Hier handelte es sich um Ereignisse, die in Wellen immer wiederkehren. Das konnte doch nur ein sehr unbedarfter Beobachter, der ohne historische Bezüge in den Tag hinein lebte, zu den Schlüsselereignissen rechnen, die in hellseherischen Voraussagen gemeint sein sollten. So kann man sich auch als Hellseher in die eigene Tasche lügen. Wo waren also die unverwechselbaren Einzelereignisse, die tatsächliche Wegmarken bedeuten konnten? Es gab sie. Große Sorge bereitete mir der Punkt Entdeckung eines Planetoiden, dessen Bahn die Erde kreuzt. Denn nach wie vor hielt ich diesen Punkt für ein sehr realistisches Gefahrenmoment für die ganze Erde. Und sogar, immer noch im Sog von Hale Bopp, wurde diese Meinung auch von den seriösesten Wissenschaftsmagazinen getragen. Im Februar machte die Entdeckung des Asteroiden IF-11 Schlagzeilen. Er wird uns nur knapp verfehlen, lautete die Aussage der Astronomen. Aha, wie knapp ist sehr knapp. Wir alle wissen, was ein paar hunderttausend Kilometer aus astronomischer Sicht tatsächlich bedeuten. Zumal, wenn man bedenkt, wie ungenau die Vorausberechnungen in der Vergangenheit waren. Denken Sie nur an den Leonidenschwarm, der uns für den 17. November 1998 als gigantisches Sternenfeuerwerk von den Astronomen angekündigt wurde. Trotz der Erdanziehung ging er so weit vorbei, dass das Himmelsschauspiel nur mäßig über dem lag, was sonst der Nachthimmel zu bieten hat.
Hier wurden die Grenzen der Exaktheit moderner Wissenschaft dem Mann auf der Straße schnell und peinlich vorgeführt. Und der Zweite Golfkrieg? Im November 1997 schrieb ich noch "Im Anmarsch" an meine Pinnwand. Im Januar 1998 spitzte sich die Lage zu. Saddam Hussein rief wieder einmal vehement zum Krieg gegen die Ungläubigen auf. Aber, wir erinnern uns, im März wurde dieser Konflikt nach kritischen Momenten beigelegt. Zunächst jedenfalls. Also nicht abhaken. Der Aufmarsch von Flottenverbänden im Mittelmeer war jedoch nicht zu verhindern. Haken. Die Lage um Israel war auch nicht dazu geeignet, den diesbezüglichen Punkt im Vorlauf des Dritten Weltkriegs unbeachtet zu lassen. Die neue Regierung um Netanjahu ließ keine Gelegenheit aus, brenzlige Situationen zu fördern oder in Kauf zu nehmen. Also schrieb ich hin, Krise um Israel permanent und hakte ab. Hier könnte man mit Berechtigung eine Wegmarke ausmachen, dachte ich. Die vorherige Regierung hatte einen Friedensprozess in Gang gesetzt, der jetzt mehr als ins Stocken kam. Ed Dames hatte für seinen letalen Fungikanister aus dem Hale-Bopp-Szenario einen Einschlag in Zentralafrika bis zum September 1998 vorausgesagt. Am 9. Dezember 1997 meldeten die Nachrichtenagenturen einen mysteriösen Meteoriteneinschlag in Grönland. Dort sei ein sehr heller Stern ins Eis gestürzt. Hätte, von vielen Zeugen beobachtet, die Nacht zum Tage gemacht. War das vielleicht Dames Kanister? Oder andere Nachlässe des Kometen Hale-Bopp? Dann hätten wir ja Glück gehabt, denn im ewigen Eis wäre alles unschädlich versunken. Auch die Astronomen machten sich wenig Hoffnung, den hier beteiligten Meteorkern auszugraben, aufzufischen oder wie auch immer in seinen Besitz zu kommen. Am 2. Februar 1998 ereignete sich etwas Merkwürdiges, das weltweit Kopfzerbrechen bereitete und mir als unfreiwilligem Untergangschronisten natürlich erst recht. In New York gab es eine Explosion mitten auf der Fifth Avenue, nähe 19th Street. Man stritt sich eine Weile, ob es sich hier um einen Einschlag aus dem All oder nur eine unterirdische Gasleitungsexplosion gehandelt hatte. Dass auf der Fifth Avenue, wie durch ein Wunder, niemand verletzt wurde, trug sicherlich auch dazu bei, dass die Nachricht weltweit keine große Beachtung fand. Immerhin meldete die New York Times einen riesigen Krater. Hunderte von Läden und Büros seien verwüstet und darauf folgte ein Verkehrschaos ohne Vergleich. Wer Manhattan kennt, weiß diese Nachricht zu würdigen. Wenn man allerdings bedenkt, was das Jahr 1998 im weiteren Verlauf zu bieten hatte, kann man diese Nachricht getrost im Papierkorb der Unwichtigkeit ablegen. Wie wir auch an diesem Beispiel sehen, spielt die Interpretation einer Nachricht für die Einordnung in dem Kontext der Voraussagen eine große Rolle. Und wer nichts von Prophezeiungen hielt, nahm die Ereignisse als schnell wieder vergessene Alltagskuriositäten. Diejenigen aber, die von bestimmten Voraussagen aufgescheucht waren, suchten nach Ereignissen, die dazu passten und eingeordnet werden konnten. So etwas kann in einer Art religiösen Eifer ausarten. Leading Edge, eine Forschergruppe für außergewöhnliche Phänomene in Washington, wies besonders darauf hin, dass dieses Ereignis zur gleichen Uhrzeit wie der Grönland-Einschlag stattgefunden habe und recht gut in Ed Dames Voraussagen passte. In ihrer Verlautbarung Nummer 108 fand ich folgende Darstellung. Ein paar Forscher, darunter auch Richard Hoagland, wir erinnern uns, das Buch über die Marsbauten, verfassten eine peinlich genaue Studie dieser Ereignisse und kamen zu der Schlussfolgerung, dass die beiden Ereignisse durch eine merkwürdige Synchronisation und Zufälligkeit miteinander verknüpft seien. Insbesondere, wenn man einbezieht, dass Sirius am 2. Dezember um 4.54 Uhr morgens gerade über dem Horizont stand. Genau wie am 9. Dezember um 5.11 Uhr. Zufall? Man kann hier spekulieren, dass beide Effekte von irgendeiner Intelligenz ausgedacht und präzise durchgeführt wurden, um die Auswirkungen von präzise gesteuerten Asteroidenkollisionen zu testen. Wie man vermuten kann, ist dieses Thema strengstens geheim und es gab alle möglichen Anstrengungen, diese Nachrichten zu unterdrücken, besonders in den USA. Derjenige, der diese Voraussage gemacht hat, war Major Ed Dames, diesmal aber nicht in der Art Bell Radio Show. Einige von Ed Dames Voraussagen sind nicht veröffentlicht worden.
Andere bestimmte Ereignisse sind global eingetroffen, gehen aber über die Betrachtung dieses Artikels weit hinaus. Zitat Ende. Und an anderer Stelle, Zitat, der 2. Januar 1998 war der Tag, da die Bahn des Hale Bob die des Sirius kreuzte, von der sich bewegenden Erde aus gesehen. Zitat Ende. Bei der Lektüre dieser Ausführungen fragte ich mich, wahrscheinlich zu Recht, ob man durch diese Art der Auswertung nicht sämtliche Ereignisse auf dieser Erde in irgendeinen Zusammenhang bringen könnte, um sie in eine Verschwörungstheorie einzugliedern. Stellen Sie sich vor, unser Nachbar fährt jeden Morgen um 6:30 zur Arbeit. Genau an diesen beiden Tagen hatte er aber verschlafen und fuhr erst eine Viertelstunde später ab. Würden Sie daraus den Zusammenhang konstruieren, er hätte etwas mit den Einschlägen zu tun und sei vielleicht Mitglied einer Weltverschwörung, die bestimmte Erdteile versuchshalber mit Meteoriten bombardiert? So einfach ist das wohl nicht mit den Zusammenhängen. So kann man die unwahrscheinlichsten Signifikanzniveaus konstruieren. Nur, das sagt eigentlich überhaupt nichts. Vielleicht war es viel wichtiger, dass in China an diesen Tagen ebenfalls ein Sack Reis umfiel. Vielleicht auch alles von Belang. Nur verheddern wir uns hier hoffnungslos in kosmischen Datenmengen. Davon unbenommen ist sicherlich die tatsächliche Existenz von Verschwörungen auf unserer Erde oder vielleicht besser konzertiertem Denken und Handeln bestimmter globaler Interessengruppen, wovon wir die US-Regierung selbstverständlich nicht ausschließen können. Aber ich denke, man kann alles übertreiben. Und dies war hier der Fall. Über eines jedoch beschwerte sich der Leading Edge Autor der Chicago Research Group sicherlich nicht so sehr zu Unrecht, nämlich darüber, dass kinematografische Seifenopern wie Titanic oder Clinton-Sex-Affären weitaus mehr Aufmerksamkeit erreichten als die durchaus realen Bedrohungen aus dem All. Schlimmer noch, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen mit Banalitäten verkleisterten. Immerhin gab es einen Angriff aus dem All im Jahr 1998 noch einmal dermaßen konkret, dass ihm die Bild-Zeitung sogar die erste Seite widmete. Im Oktober 1998 titelte sie »Strahlenbombe aus dem All«. Was war geschehen? Am 27. August um 5.22 Uhr morgens wurde im Pazifik nahe Hawaii ein mit 20 Kilometern sehr eng begrenztes Gebiet von einem Neutronenstoß betroffen. Die NASA benötigte über einen Monat, um als offizielle Erklärung eine Eruption des weit entfernten Neutronensterns SGR 1900+14 im Sternbild Adler anzugeben. Ed James und sogar Lyndon Moltenhauer sah es in ihrer Art Bell Show ganz anders. Sie und einige Astronomen waren der Meinung, dass dieser Strahlensturm von unserer eigenen Sonne käme. Ed James vertrat schon längere Zeit die Ansicht, dass es die Sonne sei, die neben den Pilzsporen aus dem All unserer Zivilisation ein Ende bereiten würde. In mehreren Sendungen riet er den Anrufern, Gebirgshöhlen mit frischem Wasser in der Nähe aufzusuchen, denn Anfang 1999 werde es Sonneneruptionen geben, die schließlich auch die Erde erreichten und verheerende Wirkung zeigen werden. Diese Plasmastürme kündigten sich 1998 tatsächlich durch eine gesteigerte Sonnenfleckenaktivität an. Ob sie tatsächlich die Erde erreichen würden, konnte keiner der befragten Wissenschaftler genau sagen. Immerhin hielt man den Verlust von einigen Satelliten für möglich. Ed James kam auf den Grund von Remote Viewing Sessions zu der Ansicht, dass diese Sunflares in Abständen und dann von Mal zu Mal stärker eintreten würden. Erst käme ein Shot across the bow, ein Schuss vor den Bug sozusagen, dann ein stärkerer und schließlich der Todesschuss. Auf dieser Basis konnte man den Einschlag am 27. August 1998 sehr wohl für diesen ersten Warnschuss halten. Oder war es der letzte Warnschuss nach einem Jahr der Vorzeichen, wie man 1997 auch hätte einordnen können, nach all den Zeichen am Himmel und auf der Erde? Oder war es ein Ereignis, das immer wieder eintritt? Am 31. Januar 1993 fand dieses Ereignis nämlich schon einmal statt, wie ich der Wissenschaftsseite des Spiegel entnahm. Gehört dieses Ereignis, da es von einem ganz neuen Forschungssatelliten gemessen wurde, womöglich zu den Ereignissen, die wir erst jetzt feststellen können, weil unsere Messmöglichkeiten dies vorher nicht zuließen? Wie dem auch sei, inzwischen war, wir erinnern uns, tatsächlich ein Szenario des Untergangs der Erde eingetreten
Oder, wie Karin Nagel es in ihren geschannelten Durchgaben formulierte, der Todeskampf der Erde hatte eingesetzt. In der Tat, es ging zur Sache. Der Vorlauf bestand aus Hitzewellen unbekannten Ausmaßes im gesamten Mittelmeerraum, die natürlich auch zu verheerenden Waldbränden führten. Waldbrände gab es reichlich auch andernorts. In Florida wie auch in Kalifornien, aber die schrecklichsten Ausmaße hatten die Folgen von Brandrodungen auf Borneo und Sumatra. Erinnern Sie sich? Wegen Rauchentwicklung war der Schiffsverkehr auf dem umgebenden Ozean behindert und die Menschen in dieser Gegend liefen wochenlang mit Atemschutz herum. So etwas war noch nie da gewesen. Aber das Gegenstück zum Feuer ließ auch nicht auf sich warten. Flutwellen in unserem Nahen Osten. Polen, Tschechien, Slowakei sowie Ungarn im Juli. Weiter weg in Afrika stand nicht nur Tansania unter Wasser. Und mit den Naturkatastrophen einher ging das Weltwirtschaftschaos. Es begann in der ersten Jahreshälfte 1998 die Titelseiten zu füllen. Japan und die Tigerstaaten im fernen Osten mit Korea an der Spitze machten den sichtbaren Anfang. Im Spätsommer dann begannen die Termine zusammenzurücken. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes Schlag auf Schlag. 15. August, Gluthitze und Dürre in Texas, USA. Schwerer Erdrutsch am Brenner. 17. August, die schweren Unwetter in China führten zur Überschwemmung der größten Ölfelder des Landes. Millionen Städte sind von den Fluten bedroht. Russland, 210.000 Hektar Wald brennen im Osten nahe der Stadt Chabarowsk. 18. August, schwere Unwetter wüten in Australien. 20. August, Deichbrüche in China bedrohen Millionenstädte. Russland, Rubelabwertung, Panik an allen Börsen der Welt. 27. August, Massenflucht vor Hurricane Bonnie in North und South Carolina, USA. Aktienkurse weiter auf Talfahrt. 28. August, Russland versinkt im Chaos, nichts geht mehr. Taifun, heftige Niederschläge und Erdrutsche in Japan. Bangladesch, 2/3 des Landes unter Wasser. China, schweres Erdbeben in der Provinz Xinjiang. USA, Wirbelsturm Bonnie führt auch zu Überflutungen in North Carolina. Mini-Wirbelsturm über Thüringen, ja sogar da. 10. September, Panik in Italien nach starkem Erdbeben. Schlimmste Flut in Bangladesch, Dakar fast abgeschnitten. Schwere Überschwemmung in Mexiko. Die Hälfte der wichtigen Kaffeeregion Chiapas wird zum Notstandsgebiet. 12. September. DAX und Dollar stürzen ab. 16. September. Rekord-Ozonloch über der Antarktis. Hochwasserdrama in Belgien. 22. September. Schwere Verluste am Aktienmarkt. Schon wieder oder immer noch? USA. Hurricane George fegt über die Karibik. 26. September, der Hurricane ist über Florida. 1. Oktober, George verursacht Milliardenschäden und fordert über 400 Opfer. 2. Oktober, Aktienkurse im freien Fall. Steht eine neue Weltwirtschaftskrise bevor? 9. Oktober, US-Forscher bringen neue Beweise für Klimawandel. Erdkruste erwärmt sich rasant. 12. Oktober, Großbrand in Haifa, Israel. 17. Oktober, Todestaifun über Taiwan. Indien, schwere Monsunregen fordern Hunderte von Toten. 19. Oktober, Pipeline-Großbrand in Nigeria. 22. Oktober, Massenflucht wegen Supertaifun auf den Philippinen. 23. Oktober, Nachtdürreperiode, jetzt Dauerregen und Flutwelle in Texas. 29. Oktober, Hurricane Mitch über Mexiko. Keine Atempause für Helfer. Regenfluten in Norddeutschland. Felder unter Wasser. Kartoffel- und Maisernte vernichtet. 30. Oktober. Wetterchaos in Deutschland. Heftige Unwetter in Süddeutschland. Überschwemmungen in Norddeutschland. Jahrhundertflut in Baden-Württemberg. 1. November. Hochwasserlage wieder verschärft. Mitch in Mittelamerika immer noch auf dem Vormarsch. 3. November. Über 5.000 Tote in Honduras nach Unwetterkatastrophen. 5. November, über 10.000 Tote in Honduras und Nicaragua nach Mitch. Notruf von El Salvador. 17. November,
Satellitenverlust durch Leonidenschwarm befürchtet. 30. November, Popocatépetl, Mexiko, bricht aus. 1. Dezember, Welt-AIDS-Tag, globale Epidemie außer Kontrolle. Eine Woche vor Weihnachten, USA und England bombardieren Irak. 2. Golfkrieg? In der Tat, ein katastrophales Jahr. Aber die Deutschen gehen optimistisch ins neue Jahr. Silvesterüberschrift. Denn die Erde ging nicht ganz unter in diesem Jahr. Noch nicht, fragten die grenzwissenschaftlich-esoterischen Autoren und verschoben flugs den Weltuntergang ins nächste Jahr. Auf dem Höhepunkt dieser Geschehnisse, die durchaus von sogenannten seriösen Zeitungen wie dem Spiegel als apokalyptisch bezeichnet wurden, wartete ich nun auf die Erfüllung von Voraussagen bestimmter Einzelereignisse in dem ganzen Tohuwabohu, wie sie in allen meinen Quellen vorhanden waren. Und sie ereigneten sich, und zwar alle, die ich mir als Meilensteine vorgemerkt hatte. Und genau die Art des Eintreffens dieser Details gab mir die Sicherheit, dass Propheten und Hellseher genau wie ihre Mordjur den gleichen Gesetzen unterliegen, wie sie seit nunmehr über 2 Jahren sozusagen als Psi-Gebote kennengelernt hatte. Interessanterweise sind es 10. Allerdings würde ich ungern den Terminus Gebote benutzen, obwohl gerade die Voraussagen der Bibel größten Einfluss auf die Menschheit hatten. Beginnen wir mit Ed Dames, weil er das für mich immer noch schönste Beispiel kreierte. Vielleicht deshalb, weil seine Aussagen mittels Remote Viewing generiert wurden und sich deshalb durch ihre Präzision besonders für eine Überprüfung anboten. Er sagte in der Art Bell Show vom 25. November 1997 für den Herbst 98 die Explosion einer Atombombe in Südkorea voraus. Das ist signifikant, dachte ich und wartete, ob sie kommen würde. Sie kam. Wie bitte? Sie haben nichts davon gehört? Stimmt, es war auch keine Atombombe. Es waren mehrere Ereignisse, die hier Eingang fanden und in ihrer Verknüpfung und Interpretation so typisch für Remote Viewing sowie alle anderen hellsichtigen Prozesse sind. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, zufällig Bücher an den für mich relevanten Stellen aufzuschlagen, Bänder an der richtigen Stelle anzuhalten oder, was an sich selten vorkommt, den Fernseher einzuschalten, um wichtige Informationen zu erhalten. So auch am 11. September 1998. Einem plötzlichen Impuls nachgebend, schaltete ich kurz nach 20 Uhr die Tagesschau ein. Der Schirm erhellte sich, das bekannte Sprecherszenario erschien. Dann plötzlich eine Explosion auf dem Bildschirm. Eine Glutwolke entstand, schoss empor und formte einen Rauchpilz, der verblüffend der sehr bekannten Form des Atompilzes ähnelte. Nur, dass es kein Atompilz war, sondern eine Gasexplosion. In Pucheon, das liegt in Südkorea, 22 Kilometer von Seoul entfernt. Ich bin sicher, dass Ed Dames oder wer immer die Session auf die genannte Atomexplosion gemacht hat, dieses Bild empfangen hat. Ich halte Dames für einen erfahrenen Remote Viewer. Aber auch er hat mit den Gesetzen des Remote Viewing zu kämpfen. Die kennt er auch und deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass allein diese atompilzähnliche Wolke ihn zu seiner Aussage verleitet hatte. Ich las noch einmal die Stelle in seinen Interviews, die sich mit Korea beschäftigten. Aus Agentenberichten wie auch von Remote Viewing Sessions in Fort Meade hatte Dames schon viele Jahre früher erfahren, dass Nordkorea sich spaltbares Material verschaffen wollte und dem dortigen Regime das auch im Laufe der Zeit gelang. Auch dies ging in seine AV-Sessions ein. Dames warnte auch bei Art Bell vor der Realität, dass Nordkorea den verhassten Südstaat atomar angreifen werde. Die Pilzwolke der Gasexplosion verleitete ihn offensichtlich zu der Datierung Herbst 98. Aber etwas fehlte noch, der konkrete Angriffsaspekt. Er wurde mir prompt nachgeliefert, und zwar knapp 4 Wochen später, am 5. Dezember. Rakete über südkoreanischer Stadt explodiert, stand in unserer Tageszeitung, auf der in keiner Zeitung fehlenden, interessanten letzten Seite mit bunten Nachrichten aus aller Welt. Eine Boden-Luft-Rakete vom Typ Nike Hercules war während einer Übung außer Kontrolle geraten und 300 Meter über der Stadt Incheon explodiert.
30 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. 3 Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt und einige Häuser und Autos beschädigt. Ich kann mich nicht erinnern, im gesamten Jahr 1998 2 derartige Nachrichten von irgendeinem anderen Ort auf der Erde gelesen zu haben. Ed Ames hatte also Recht behalten, in fast allen Einzelheiten, außer in der Interpretation seiner geviewten Daten. Und das ist so typisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die zugrunde liegenden Sessions ausgesehen haben. Stufe 2. Weiß, gelb, rot. Heiß, kochend, gasförmig. Laut. AOLS wie von einer Explosion. AOL Bombe. Außen. Ausgedehnt, aber mit vielen Einzelheiten. AOL Großstadt. Stufe 3. Ein Energieausbruch. Vielleicht eine Wolke. AI sehr gefährlich. Stufe 4. Grell, heiß, groß, hoch, aufsteigend, Angst, Panik, Bedrohung, Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung. Häuser, Menschen, Rakete, Zerstörung, Bedrohung, Verbrennung, Verhinderung, Flucht. AOLS wie im Krieg. AI, gefährlich, tödlich. Stufe 6, Timeline, Herbst 98, geografisches Tool, koreanische Halbinsel, eher an der Südspitze, etwas auseinandergezogen. Politischer Aspekt, Bedrohung, kalter Krieg, Hunger auf der einen Seite, Neid. Auf der anderen Seite Wohlstand. Soweit meine Fiktion. Nehmen wir sie einmal als Realität an. Die Daten sind doch sehr eindeutig. Im Herbst 98 gibt es eine pilzförmige Explosion über Korea. Menschen kommen zu Schaden und es wird viel zerstört. Eine Rakete ist mit im Spiel. Politischer Aspekt, bekannte Gegensätze in Korea. Der Aspekt der versuchten Verhinderung, Aspekte von Flucht und Verzweiflung. Und wir wissen ja, dass Nordkorea die Atombombe hat und sich gebärdet, dass man ihm auch den Einsatz zutraut. Die Geschichte sieht sehr eindeutig aus. Kein Mensch käme jetzt auf die Idee, folgende Fragen zu überprüfen. Gehört alles zu einem einzigen Ereignis? Geschieht alles zur gleichen Zeit am gleichen Ort? Wie viele Menschen werden getötet? Welcher Grundstoff explodiert dort? Und selbst wenn man diese Fragen zum Gegenstand weiterer Untersuchungen gemacht hätte, muss nicht sicher das Atomszenario ausgeschlossen werden. Zu mächtig ist hier der politische Aspekt. Und es gibt natürlich noch weitere Probleme mit Remote Viewing in der Zukunft. Möglicherweise hat Ed Ames die oben genannten Zusatzfragen durchaus mit einbezogen. In seiner Art Bell-Sendung vermittelte er den Eindruck, dass er sich nicht hundertprozentig sicher sei, ob das Ereignis eintreten würde. Der Grund, den er dafür ins Feld führte, war, dass eine ausgesprochene Voraussage durch eben diesen Umstand unwahrscheinlicher wird. Beispielsweise, weil man sie durch die Vorauskenntnis verhindern kann. Es ist aber auch so, dass Ereignisse, je weiter diese in der Zukunft liegen, an Voraussagewahrscheinlichkeit einbüßen. Ed Ames äußerte sich mehrmals zu diesem Phänomen und gab für die akzeptable Wirklichkeit seiner Voraussagen einen Ereignishorizont von etwa 6 Monaten an. Klammer auf, auch Joe McMonigal äußert sich übereinstimmend dazu in seinem im Dezember 1998 erschienenen Buch The Ultimate Time Machine, in dem er sich ausschließlich mit Remote Viewing der Zukunft beschäftigt. In die gleiche Kerbe schlägt auch einer der ersten Leiter des Remote Viewing Projektes am SRI, Russell Tarek, in seinem Buch Miracles of Mind. Klammer zu. Was passierte hier also nach Erarbeitung der Remote Viewing Daten? Das, was immer zu allen Zeiten Hellsehern, Schamanen, Wahrsagern, Mönchen, Eremiten und Orakeln beim Versuch, ein zukünftiges Geschehen zu beschreiben, widerfahren ist. Ihre Fantasie sprang nach 3 Sekunden ein, als sie durchaus richtigen Informationen kein eigenes, schlüssiges Bild abgeben wollten. Irgendetwas muss man der Welt ja sagen, etwas, das man versteht. Der Kunde wartet auf eine klare Antwort. Leider kann die dann völlig verkehrt sein. Blenden wir einmal zurück in vorchristliche Zeiten. Ist es nicht erstaunlich, wie schlau sich das Orakel von Delphi dieser Problematik entzogen hat? Es gab nur die tatsächlichen Daten von sich und hielt sich aus Interpretationen weitgehend heraus. Das war dann Aufgabe des Kunden, der sich natürlich auch schwer daran tat, weil dieser nun überhaupt nicht gelernt hatte, seine Fantasie im Zaum zu halten.
Diese Interpretationsarmut bei Voraussagen wurde im Laufe der Zeit recht abfällig mit dem Begriff Orakeln besetzt. Die negative Besetzung dieses Begriffs ist eigentlich völlig ungerecht. Das sehen wir jetzt. Aber eine Voraussage ohne Deutung ist so unbefriedigend, dass die linke Gehirnhälfte, unser Intellekt, der alles erklären will, nicht eher ruht, bis etwas schlüssig erklärt ist. Und wenn das dann nicht stimmt, taugt das ganze Verfahren nichts. Ein weiteres schönes Beispiel entnehme ich dem Szenario von Bernard Bouvier. Der Ausbruch des Dritten Weltkrieges wurde von vielen Sehern für das Jahr 1998 festgemacht. Wie wir alle wissen, trat er nicht ein. Wirklich nicht? Im Fernsehen trat er ein. Am 1. Dezember sendete das zweite deutsche Fernsehen die Reportage »Der Dritte Weltkrieg«. Ein Sturm der Entrüstung, wie auch der Zustimmung, brach los. Der Film erreichte viele Millionen Zuschauer und beschäftigte sie nachhaltig. Wie selten ein Fernsehbeitrag. Das ist ein für Remote-Viewer wie auch Hellseher ein überaus wichtiger Umstand, wie wir schon anlässlich der bereits beschriebenen Mars-Sessions unserer Viewerin Ute gelernt haben. Emotionen sind so ziemlich das Anziehendste, was es für das umherschweifende Unterbewusstsein gibt. Ute verfing sich unlösbar darin, und wer einmal als Viewer nach Auschwitz oder auch nur in ein einzelnes Kapitalverbrechen geschickt wurde, kann meist ein sehr trauriges Lied davon singen. Für das Target Ausbruch des Dritten Weltkriegs 1998 gab es also für den Hellseher nicht nur Fernsehbilder, sondern eine ungeheure emotionale Wirkung von Millionen Menschen. Nun wird man anmerken, dass diese Emotionen ja nicht echt waren, weil es sich nur um einen Fernsehfilm, also keine Realität, gehandelt habe. Der Einwand ist richtig. Es besteht auch die Möglichkeit, beim Remote Viewing echte von virtuellen Eindrücken zu unterscheiden. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass das wenigstens im heutigen Entwicklungsstadium von Remote Viewing sehr schwer ist und meist nur sehr erfahrenen Viewern gelingt. Natürliche Hellseher haben meines Erachtens in diesem Fall kaum eine Chance. Sie werden zwangsläufig mitgerissen von den wilden Wogen der Gefühle. Ohne den formalen Halt in der Person des Monitors beim Remote Viewing kommen sie überhaupt nicht auf die Idee, den Ursachen dieser Gefühle nachzuspüren. Sie gehen eher selbst in diesen Emotionen auf. Interessanterweise trat die Voraussage für den Dritten Weltkrieg vornehmlich bei Hellsehern im mitteleuropäischen Bereich, wenn man unsere östlichen Nachbarländer dazu rechnet, auf. Hier findet man auch das Phänomen der Betroffenheit. Zwar ist es für den Hellseher unwichtig, an welchem Ort des Universums die Ereignisse und die Informationen darüber angesiedelt sind, es scheint jedoch sicher, dass persönliche oder geografische Nähe das Sehen von Einzelereignissen begünstigt. Eine Erklärung dafür gab mir möglicherweise Joe McMonigle selbst, als wir ihn am 20. Oktober 1998 in Hamburg interviewten. Seit Jahren arbeitet er bei der Erforschung des Psi-Phänomens sowohl am SRI, Stanford Research Institute, als auch an der Princeton University mit. Hier fand man heraus, dass als Hauptträger, als organische Basis sozusagen, die entwicklungsgeschichtlich älteren Stammhirnregionen anzusehen sind. Das wiederum würde bedeuten, dass Psi in der Frühzeit des Menschen und damit noch viel mehr bei Tieren eine ganz konkrete Funktion zukam. Höchstwahrscheinlich die der Vorwarnung drohender Gefahren, wie zum Beispiel anschleichende Raubtiere oder beginnende Erdbeben, Vulkanausbrüche und Waldbrände. In diesem Sinn haben wir leider in der Neuzeit mit dem Verlassen auf die vermeintlich präzisere Technik zu Unrecht verschüttet. Zu welcher Präzision der stammesgeschichtlich neueste Apparat, die Großhirnrinde, und darin die schon genannte rechte Hälfte als Dekodierungsgerät für hyperdimensionale Informationen fähig ist, finden wir jetzt erst mit den ersten Remote-Viewing-Anwendungen heraus. Betrachten wir Psi also als unseren Warn- und Beratersinn. Ist es nur logisch, wenn das natürliche Hellseher dazu drängt, Eindrücke aus der näheren Umgebung vorrangig zu bearbeiten? Eigene Gefahrvorwarnung geht vor Gemeinwohl oder globalen Ereignissen. Mit diesem Wissen können wir uns jetzt auch vorstellen, warum die durchaus katastrophalen Ereignisse des Jahres 1998 als Weltuntergang eingeschätzt wurden.
Der Viewer oder Hellseher ging hinein in die Informationsfelder dieser Ereignisse. Schlimmer noch, in die Emotionsfelder. Und er wurde von der Wucht dieser Energiefelder eingeschlossen. Es gab kein Entkommen. Die Wirkung war zu überwältigend. Alles war Untergang. Und wenn der Viewer in den betroffenen Menschen landete, erlebte er deren Ende mit. Für diese war tatsächlich das jeweilige Ereignis, Sturm, Flutwelle und so weiter, der persönliche Weltuntergang. Und dieser Terminus ging dann undifferenziert in die Interpretation der Daten ein. Aus einem lokalen Untergang, so schrecklich er sein mag, wird dann ein globaler. Dieser Vorgang wird außerdem von unserem Vorwissen, dass unser Umgang mit dieser Erde in der immer noch betriebenen Form tatsächlich zum allgemeinen Untergang führen muss, bestärkt. Übrigens ist auch speziell der Umstand der menschlichen Verantwortung für Umweltveränderung und daraus resultierend der eigenen Schuld an der Aufsteilung der klimatischen Katastrophen durch Remote Viewing Sessions, die in meinem Beisein durchgeführt wurden, erhärtet worden. Ein anderes aufschlussreiches Beispiel aus dem großen Angebot an Lehrmaterial ist der Asteroiden- bzw. Kometeneinschlag, der in allen guten Prophezeiungsbüchern auftaucht und ebenfalls für das Jahr 1998 vorgesehen war. Danach teilte man ihn für 1999 ein, und zwar für den 12. August. Quelle: Interpretationen englischer Kornkreise der letzten Jahre. Als Pendant dazu wollte der chilenische Astronom Carlos Ferrada einen Planetoiden von der dreifachen Größe der Erde ausgemacht haben, der ebenfalls zu diesem Zeitpunkt sehr nahe an der Erde vorbeirasen sollte. Sehr nahe heißt in diesem Fall ungefähr ein Drittel der Entfernung der Erde zur Umlaufbahn der Venus, was bei den angenommenen Masseverhältnissen durchaus Erdbeben und Flutwellen auf der Erde auslösen konnte. Nun, die Erdbeben mindestens traten ein. Bleiben wir jedoch bei 1998 und machen wir uns an die Überprüfung. Gab es einen Einschlag in diesem Jahr? Diese Frage können wir natürlich sofort mit Ja beantworten. Auch wenn wir keine Kenntnis von dem schon vorher zitierten Einschlag in Grönland gehabt hätten, in Klammern, und der war ja schon 1997, aber wir wollten ja nicht kleinlich sein, es war immerhin Mitte Dezember, also schon fast 98, Klammer zu, könnten wir alle mal mit ruhigem Gewissen Ja sagen, weil in jedem Jahr mehrere Brocken aus dem All die Erde treffen und meist in der Atmosphäre verglühen. Hier geht es aber um einen außergewöhnlichen Einschlag. Und damit meine ich wiederum nicht den Grönland-Einschlag, auch wenn Zeugen von so biblischen Begleiterscheinungen wie »Machte die Nacht zum Tag« oder »Heller als eine Atombombe« erzählten. Der Einschlag, den ich meine, hatte tatsächlich die Ausmaße eines Weltuntergangs und der fand auch im Herbst 1998 statt, genau wie vorausgesagt. Und möglicherweise waren auch Sie mittendrin, lieber Leser. Sommer 1998. Auf riesigen Reklametafeln. Nie wieder Steuern, versprochen. Erinnern Sie sich? Gleich zwei Filme bedrohten beinahe gleichzeitig den Kinogänger mit dem Untergang der Erde. Durch einen größeren Brocken aus dem All auf Kollisionskurs. Armageddon und Deep Impact. Besonders Deep Impact zeigte Untergangsszenarien in nie gekannter, hyperrealistischer Darstellungsweise. Der Kinozuschauer saß mittendrin und entsprechend war auch die emotionale Beteiligung. Wie wir inzwischen wissen, geht der Hellseher zuerst in Gefühle. Hier wurden sie ihm angeboten, reichhaltig, millionengroß, mit genauer Ursache. Falsche Daten? Schwer zu sagen, jedenfalls für den Seher. In einer Remote Viewing Session würde nun ein Bündel Werkzeuge eingesetzt werden, um herauszufinden, woher diese Daten kommen und ob sie echt sind. Diese Verifizierungsmaßnahme würde allerdings auch nur dann eingesetzt, wenn man den begründeten Verdacht hat, dass hier die Fantasie oder, viel schlimmer, die Fiktion vieler Menschen im Feld des Viewers eine Rolle spielt. Dies trifft naturgemäß fast immer auf zukünftige Ereignisse, aber auch auf andere Ereignisse mit großem Emotionsgehalt zu. Wir hatten selbst einen Fall, in den wir sehr eng emotional verwickelt waren, sodass wir keinerlei Möglichkeiten mehr sahen, an unverfälschte Daten zu kommen. Es handelte sich um eine Diebstahlsbeschuldigung im engsten Kreis.
Wir gaben das Problem an andere, völlig unwissende und unbeteiligte Remote-Viewer weiter. Das erst schaffte Klärung. Ich möchte den Fall in einem späteren Kapitel detailliert erläutern. Jetzt genügt es, festzustellen, dass ein Hellseher in solch einem Fall schon deshalb keine Chance hat, weil er gar nicht auf die Idee kommt, irgendetwas an seinen Eindrücken entspreche nicht realen Vorkommnissen. Oft ist er auch noch religiösen Einflüssen ausgesetzt und hat ein Sendungsbewusstsein aufgrund seines Talents. Ein sehr gutes Beispiel dafür stellt Karin Nagel dar. Als ich sie während des ersten deutschen Remote-Viewer-Treffens kennenlernte, war ich sehr angenehm berührt von ihrer ehrlichen, sympathischen Art. Interviews mit ihr entnahm ich, dass sie als Heilpraktikerin tätig ist, und anfänglich konnte ich ihre Ansicht teilen, dass Remote-Viewing ihr dabei eine große Hilfe sein müsste. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Da ich wusste, dass sie vorher als Channeling-Medium gearbeitet hatte und sich viel mit der Zukunft der Menschheit beschäftigte, bat ich sie, auch mir ihre Durchgaben zuzusenden. Auch sie sah für 1998 den allgemeinen Untergang voraus. Na, das ist ja nun völlig daneben geraten, werden die Krieg... Mann. Na, das ist ja nun völlig daneben geraten, werden die Kritiker vom Deutschen Forum für Parawissenschaften und ihre Parteigänger rufen. Moment, liebe Skeptiker, nicht gleich alles in die Mülltonne werfen, wenn man etwas nicht versteht. Ich will versuchen, diese oberflächliche Beurteilung zurechtzurücken. Karin Nagel empfängt seit Jahren Botschaften ihrer Raumbrüder, worunter sie ganz physikalisch existierende Sternfahrer versteht, wobei aber auch diese keine Überwesen zu sein scheinen, da sie ebenfalls Gott mit ihren Engeln unterstehen, genau wie hier auf der Erde auch. Man könnte sie vielleicht zu jener Kategorie UFO-Besatzungen zählen, die sich im solaren System aufhalten, um uns zu bewachen und zu beschützen. Karin empfängt ihre Informationen wie in einer Art Funkverkehr mit diesen Raumfahrern, mehrheitlich mit dem Kommandanten der hier stationierten Flotte. Zumeist geschehen diese Durchgaben recht unvorbereitet. Nach eigener Aussage ist sie oft mit irgendeiner Tätigkeit beschäftigt, worunter auch ganz banale Hausarbeit ist, wenn plötzlich ihr Empfänger anzuschlagen beginnt. Wenn Sie meinen Ausführungen bis hierher geneigt gefolgt sind, müssten Sie die weiteren Zeilen fast schon selbst verfassen können. Wir haben hier also eine medial begabte Frau, die durch ihre Remote-Viewing-Sessions bewiesen hat, dass sie mit einem restriktiven Protokoll auch sehr exakte Daten liefern kann. Dieses Protokoll benutzt sie im Alltag ihrer Hellseherei jedoch nicht. Klammer auf, eine typische Verfahrensweise von Medien, die Remote-Viewing nur sozusagen dazugelernt haben. Klammer zu. Es ist auch vergleichsweise recht mühsam, sich mit solch einer aufwendigen Methode wie zum Beispiel Technical Remote Viewing mit seinem komplexen Protokoll abzuquälen, wenn doch die Psi-Eindrücke plötzlich anfangen zu sprudeln. Dieser Vorgang wird, wie bei allen anderen Menschen auch, besonders beim Ausüben einer seriellen Tätigkeit ausgelöst. Sie beschäftigt sich mit Staubwischen oder Abwaschen oder auch Postsortieren und lenkt ihre linke Gehirnhälfte damit ab. Bei genügender Beschäftigung dieses Denkapparates, und das ist bei natürlichen Medien, wie wir jetzt wissen, manchmal schon sehr schnell der Fall, schwappen die Eindrücke der rechten Gehirnhälfte herüber in die linke. Diese unterbricht jetzt ihre serielle Beschäftigung, weil sie ja von keinem Protokoll zu deren Weiterführung angehalten wird und beschäftigt sich mit den Daten aus der kosmischen Matrix. Leider sind diese Daten, wie wir gesehen haben, am Anfang sehr bruchstückhaft, zusammenhanglos und unverständlich. Die linke Gehirnhälfte bzw. deren Arbeitsprogramm empfindet diesen Zustand als unbefriedigend, ja, inakzeptabel. Zwei Möglichkeiten wären jetzt gegeben. Entweder diesen ganzen unverständlichen Stuss fallen zu lassen und zu vergessen oder aber eine vernünftige Geschichte daraus zu machen. Karin Nagel wählt die zweite Möglichkeit, schon deshalb, weil sie von der Existenz von Psi-Kräften weiß und deshalb die damit gewonnenen Daten als wichtig einordnet. Sie ist außerdem sehr religiös, ein Umstand, der oft mit Hellsichtigkeit einhergeht, da diese Menschen tatsächlich mit höheren Konzepten in Berührung kommen. Das muss nicht in kirchlicher Tätigkeit einmünden, eher das Gegenteil ist der Fall.
Und wenn man Art und Weise, wie besonders christliche Kirchen die Anweisungen und Gesetze der Schöpfung für ihre eigenen Zwecke zurechtgebogen haben, betrachtet, ist das auch kein Wunder. So auch Karin Nagel, die eine sehr freie, an grundsätzlichen Gegebenheiten des Universums orientierte Gottgläubigkeit vertritt. Dafür ist in den engen kirchlichen Denkstrukturen kein Platz. Da sie jedoch mit der uns nun verständlichen Wucht der Eindrücke erfasst wird, was wiederum in eine Überzeugung der Wichtigkeit einmündet, muss sie ihre Erkenntnisse aufschreiben und missionarisch verbreiten. Und eigentlich ist sie nicht schlecht mit ihren Voraussagen. Sie hat nur im entscheidenden Augenblick kein hilfreiches Protokoll zur Seite stehen und rutscht voll in die Fantasie. Denn was ist Fantasie? Fantasie kann man auch erklären als die Tätigkeit der linken Gehirnhälfte, die mit Hilfe von vorgespeicherten Daten unzulängliche Eindrücke befriedigend zu erklären versucht. Also eine schöne Geschichte erzählen möchte, die Sinn ergibt und in den eigenen Kontext passt. Karin Nagels Kontext ist die Erfahrung der Göttlichkeit und der allgemeinen Endzeitstimmung der prophetischen Publikationen. Ihre hellseherischen Erfahrungen waren die realen Ereignisse der Jahre 1997 und 98. Ihre Fantasie schnürte ein tragbares Bündel daraus. Schauen wir es uns im Einzelnen einmal an. In Klammern, Zeitpunkt der Voraussage September 1997. Der Mittelmeerraum um Italien wird sich nicht mehr beruhigen. Der Ausbruch des Vesuv steht kurz bevor. Das wird noch 1997 sein. Ätna und Vesuv werden ausbrechen, wenn sich die Erdbebenwellen im westlichen und östlichen Mittelmeerraum geschlossen haben. Soweit ihre Voraussagen. Richtig und doch knapp vorbei. Was bedeutet nicht mehr? Wäre Karin Nagel sicher gewesen, dass es eine endgültige Entwicklung sei, hätte sie nie mehr formuliert. Im ganzen Untergangskontext bekommt nicht mehr jedoch eine gefühlsmäßig endgültige Bedeutung. Fakt ist, Ende 1997 gab es eine wochenlange geologische Unruheperiode in Italien. Mehrere Erdbeben begannen im Oktober, man befürchtete Vulkanausbrüche, die aber nicht so recht in Gang kommen wollten, bis schließlich der Ätna im Januar dann doch Feuer spuckte. Eine Weile später beruhigte sich die Situation langsam wieder. Für die dort anwesenden Menschen war es sicherlich eine endlos lange Zeit der Sorge. Wenn Karin Nagel diese Emotionen aufgenommen hat, ist es kein Wunder, wenn sie formuliert, nicht mehr beruhigen. Den Einwohnern dort schien es sicher so, als wolle die Erde sich nicht mehr beruhigen, nachdem es schon 3 bis 4 Monate so vor sich hingrummelte. Dass es letztlich der Ätna war, der stärker ausbrach, passt ebenfalls sehr gut in die methodischen Remote-Viewing-Erkenntnisse. Geografische Daten wollen sorgfältig und damit aufwendig bestimmt werden. Ein Hellseher hat da wenig Chancen, besonders wenn es in einer Region 2 gleichwertige Vulkane gibt. Deren Namen sind der kosmischen Matrix extrem gleichgültig. In Klammern siehe auch Kapitel 12 Jenseits von Gut und Böse. Würden wir hier Punkte für Treffer vergeben, wie es die amerikanischen Forschungsinstitute mit ihren Remote-Viewing-Probanden durchführten, müsste man Karin Nagel hier doch 90% zubilligen, oder? Das ist im Rahmen der Wahrscheinlichkeit, mit der solche Voraussagen eintreffen können, schon ganz schön viel. Die Unzuverlässigkeit von Hellsehern rührt letztlich daher, dass man nicht weiß, welcher Teil der Voraussage der Fantasie entsprang. Im Fall der Mittelmeervulkane war es das Ausmaß der Ereignisse, das an die Vorgaben des Weltuntergangs angepasst wurde. Voraussage: In allen Alpenländern kommt es zu vielen Erd- und Bergrutschen. Solche Aussagen kann man natürlich immer machen. Jeden Winter kommt es in den Alpen zu diesen Ereignissen und auch immer öfter, weil der sogenannte Schutzwald an den Berghängen wegen der Profitgier des Skitourismus Stück für Stück vernichtet wird und Feriendörfer so nah wie möglich an den Pisten gebaut werden. Interessanterweise gab es am 14. August 1998 einen spektakulären Erdrutsch am Brenner, der weltweit Schlagzeilen machte. Und Anfang Februar 1999 erwischte eine riesige Lawine ein Feriendorf bei Chamonix, gefolgt von weiteren gleichartigen Katastrophen in der Schweiz und in Österreich.
Aber wir wollen das nicht überbewerten. Diesbezügliche Voraussagen wurden auch beispielsweise von Umweltexperten gemacht, die einfach nur die Eingriffe des Menschen in die Bergwelt beobachteten und ihre Schlüsse daraus zogen. So kann jeder Voraussagen machen, die nicht falsch sind. Voraussage: Schwere Überschwemmungen suchen die Südwestküste der USA heim, und zwar längerfristig. Danach folgen im März 1998 schwere Erdbeben in Kalifornien und im Mai 1998 bricht die Küste weg. In Klammern: Windspitzengeschwindigkeiten stärker als 350 km pro Stunde. Diese Voraussage ist etwas komplexer daneben und gleichzeitig auch wieder richtig, wenn man sie aus dem Weltuntergangsszenario der allgemeinen Prophetenliteratur befreit. Wie wir wissen, kann man Zeitangaben von Hellsehern meist getrost vergessen. Solche Einschätzungen machen sich gern an bestimmten visuellen Eindrücken fest, wie zum Beispiel jahreszeitlich bedingte Belaubung der Bäume, ein Wärmegefühl und die Kleidung der Menschen und so weiter. Nehmen wir zum Beispiel die Session der amerikanischen Remote Viewer Vereinigung, wo ein früher Zeitpunkt von UFO-Begegnungen ins späte 19. Jahrhundert eingeordnet wurde, weil der vorherrschende Transportaspekt Pferdefuhrwerke waren. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Psi-Informationen Daten sind, die mit einer völlig anderen Logik miteinander verknüpft sind, als wir aus unserem Alltag kennen. Diese uns vertrauten Normalbedingungen können im Remote Viewing nur mit sehr großem Aufwand richtig erstellt werden. Hellseher nehmen einen vergleichsweise winzigen Teil des kosmischen Informationsfeldes wahr und bevor sie dessen Verknüpfung richtig erfassen, übernimmt die Fantasie blitzschnell die Zuordnung. Tatsächlich wurden die USA und angrenzende Gebiete im Jahr 1998 von verheerenden Katastrophen heimgesucht. Windgeschwindigkeiten von über 350 km pro Stunde traten auch auf. Nur, die größten Auswirkungen gab es an der Südostküste der USA. Seit Jahrzehnten warten die Jünger von Edgar Cayce und anderer Hellseher im Einklang mit den Geologen und dem Wissen um die bröselige Erdschollenkante vor Kalifornien dort auf die große Katastrophe. Unter dem Druck dieses Vorwissens werden Katastrophen aus dem südlichen US-amerikanischen Raum einfacherweise dorthin lokalisiert. Aus Gründen dieses Vorwissens tanzen auch Hellseher gerade in bestimmten Bereichen wie globale Katastrophen selten aus der Reihe ihrer Vorredner und Seher. Der Rest der Voraussage stimmt und Klimaforscher wissen, es wird ein langfristiges Phänomen. In den nächsten Jahren sind die Voraussetzungen für ähnliche Ereignisse genauso gegeben. Voraussage: Es kommt zu neuen schweren Flussüberschwemmungen an der Oder im Bereich Tschechien, Polen und Deutschland zwischen Oktober und November 1997, wobei akute Deichbruchgefahr besteht. Okay, hier finden wir wieder die typische zeitliche und örtliche Ungenauigkeit. Die Gegend stimmte ungefähr, nur war es mehr die Donau mit ihren Anliegerländern und das Ereignis fand erst 8 Monate später statt. Aber immerhin. Voraussage: Bis 1998 kann man noch mit dem Flugzeug fliegen, mitteleuropäisch noch bis Mitte 1998. Eine typische Voraussage auf der Basis des Weltuntergangsszenarios. Ganz normale Flugzeugabstürze, die leider durchschnittlich ein- bis zweimal im Jahr auch größere Linienmaschinen wie Airbus oder Jumbojet betreffen, werden schlüssig in das allgemeine Szenario eingearbeitet. Wie anziehend solche Unglücke für das herumstreifende Unterbewusstsein sind, zeigt uns auch unsere Versuchsreihe mit Remote Viewing Unkundigen. Mit dem Target Boeing 727 rutschte eine Probandin bereits in Stufe 4 in ein Absturzszenario, während sie in Stufe 3 noch den Innenraum mit den Vordersitzen skizzierte. Ich denke, bei Karin Nagel vermischten sich die Eindrücke des Swissair-Absturzes am 2.9.98 und die Bilder des ICE-Unglücks von Eschede vom 3. Juni mit dem allgemeinen Untergangsbrei. Anzumerken wäre hier noch, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass die Informationsfelder der Bahnkatastrophe hier hereinspielen. Das Aussehen und die Geschwindigkeit des ICE ähneln sehr stark den Eindrücken, die ein Viewer auch von einem Flugzeug gewinnt. In einer Remote Viewing Session könnte der Monitor bei Bedarf die Frage klären,
ob es sich um eine Bewegung auf der Erde oder in der Luft handelt. Schwierig für einen Hellseher oder Channeler. Entweder die Information wird gleich mitgeliefert oder, wenn nicht, kann ihr Fehlen nur nachgedichtet werden, was die Trefferrate nicht unbedingt verbessert. Voraussage: 1998 versinken Teile von Japan im Meer. Japan ist einer der Hauptblickpunkte der Erdbebenforscher. Auch hier finden wir eine unruhige Erdschollenkante und man könnte meinen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis mindestens größere Schäden an Menschen und Bauten zu vermelden sind. Gerade auch, weil der Mensch immer mehr in früher wohlweislich gemiedenen Gebieten siedelt und sogar kühne Bauwerke errichtet, wie zum Beispiel die längste Hängebrücke der Welt, die am 5. April 1998 ausgerechnet, na, wo, wohl, in Japan eingeweiht wird. Sie ist fast 4 Kilometer lang und verbindet Kobe mit der Insel Awaji. Schon während ihres Baus kam es zu den erwarteten Erdbeben. Im Januar 1995 wurde Kobe extrem verwüstet. Die Brückenpfeiler verschoben sich, aber nur um 80 cm. Ja, immerhin. Natürlich gab es 1998 auch wieder eine Katastrophe in Japan. Während in China der Yangtze alles überflutete und die USA von Hurricane Bonnie heimgesucht wurden, gab es auch in Japan nach einem heftigen Taifun und übermäßigen Niederschlägen Erdrutsche, Schlammlawinen und Überflutungen. Also hat auch Edgar Cayce recht, der für 1998 Japan wird überflutet vorausgesehen hatte. Aber wird es ganz überflutet? Bis jetzt jedenfalls nicht. Und weitere Voraussagen bedingen, dass mindestens noch große Teile davon vorhanden sein müssen, um weitere Prophezeiungen zu erfüllen. Es fällt also auf, dass eine stete Begleiterscheinung der Prophezeiungen das übertriebene Ausmaß ist, mit dem hier der geneigte Zuhörer verschreckt oder besser geläutert werden soll. Denn das ist doch ausgewiesenermaßen der Grund, weshalb Propheten aufstanden und ihre Sichtungsergebnisse oder Eingaben in die Welt hinausriefen. Sie wollten die Welt retten. Dadurch, dass sie auf mögliche Folgen menschlichen Tuns aufmerksam machten, gedachten sie, die Wende zur Besserung einzuleiten. Und da muss man eben gehörig übertreiben, sonst findet man nicht das angemessene Gehör. Auf der Basis dieser grundsätzlichen Kommunikationsprobleme bewegen sich auch zeitgenössische Seher. Mehr noch, die biblischen Vorgaben und die weiteren mittelalterlichen Verstärkungen der Endzeitangst ergeben einen zähen Morast von Voreingenommenheit, aus dem sich ein heutiger Prophet wohl nur noch sehr schwer mit großen kognitiven Anstrengungen befreien kann. Und wozu auch? Gerade zur zweiten Jahrtausendwende haben düstere Prophezeiungen berechtigte Konjunktur und sind zudem gut fürs Geschäft. Und solange es keiner besser kann, ist es schwierig, dieses eingefahrene Weltuntergangsszenario zu erschüttern.